wunderschönen guten Tag zusammen. Wie geht's euch? Schön, dass ihr hier seid. Einmal Hallöchen. Hi. Cool Girl, hi Nicole. Cool Girl, gute Besserung. Aber kurz ein Willkommensbildchen für euch gemacht. Okay. Sorry, ich hatte noch ein bisschen die Musik am Laufen gehabt. Sorry. Wir legen jetzt los. Ja, mit gebrochener Nase. Ja, das ist schon schmerzhaft. Ich hatte schon dreimal die Nase gebrochen. Also, ich kenne das. Ist nicht schön. Das Schlimme ist, wenn man sich... Okay, das Spiel etwas leiser machen. Muss ich gleich im Game machen. Einen Moment. Nee, meine... Achso, ja. Oh. Ich muss jetzt kurz warten. Sonst geht das nicht. Dim, 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 dim. Und sonst, wie war euer Tag bis hier hin? Bis sie verheiratet. Ist sie verheilt, ja. Da hat sie auch recht. Ich habe mal so kleine GIFs eingebaut. Also einmal hier den Hallo. Graf Dracula. Und wenn einer stört oder man ihm was sagen möchte, weil er ein Fehlverhalten hat, habe ich auch nochmal was eingebaut. Und zwar den hier. Ich finde, das ist eine lustige Variante. Das Spiel ein bisschen leiser, okay. Vielleicht Musiklautstärke. Bisschen runter. Weil 70% müsste eigentlich schon reichen. Wie findet ihr die GIFs, die beiden? Fürs Willkommen und für böse Gäste. Schreibt das mal rein, das würde mich interessieren. So. Und... und das Donation-Ziel, genau. Trinkgeld, sobald das auf 33 Euro ist, kommt der nächste 13-Stunden-Stream, habe ich mir gedacht. Das reicht, okay. Habt ihr die GIFs auch gesehen? Eine Stauballergie und eine gebrochene Nase. Oha. Schreibt es einfach rein, falls einer auf leise ist. Was wollten wir eigentlich das letzte Mal machen? Das ist eine gute Frage, oder? Was wollten wir machen? Wir haben hier Missionen erfüllt. Sind hier auch mal rumgegangen. Wir brauchen Kohle. Brauchen unbedingt Kohle. Und dann gucken wir noch mal auf der Karte. Ah, das wäre da oben. Danke dir. Vogelfrei. Das wäre... Das mit dem Gefühlschaos.
Wäre da drin, ist aber allerdings, sind die Soldätchen gegen nichts ist in der Nähe. Köpfe müssen rollen. Ist hier oben 1, 2, 3. Ist auch da oben, mein Gott, es ist einfach nichts. Ah! Ha! Ich gehe mal einfach ins kleine Lager und greifen an. Oh ja, das stimmt. Ich hoffe, du hast kein Asthma. Alles klar, cool, Girl. Bis gleich. So, komm mal mit. Mitkommen. Komm mit. Du hast doch schon jemanden dabei. Ich hab gedacht, wir könnten zu dritt durch die Gegend pacen, aber das dürfen wir wohl nicht. So, also auf kurz oder lang habe ich eh keine Wahl. Ich muss. Oh, was ist das denn da hinten? Ja, komm. Der macht gar nichts, der andere hier, ne? Lässt mich schön kämpfen. Ach, der Mitbewohner. Ah, okay. Stimmt, das hast du schon mal geschrieben. Hier soll einer sein. Ich sehe aber keinen. Riecht nach Tod. Du Kacke, die sind da oben bestimmt. An den komme ich aber. Den machen wir platt. Ja, alles klar. Komm! Komm schon! Banditen haben wir gleich. Es sind so viele. Also einzeln sind die kein Thema. Einzeln sind die schon mal kein Thema. Was meint ihr? Soll ich es weiter versuchen? Ich muss irgendwann, muss ich da rein. Das ist das Ding. Muss unbedingt mal zum Augenarzt. Langsam werden meine alten Glutschis ein bisschen unscharf. Aber gut, dass ich direkt den Kontrollmonitor neben mir habe. Der kann ich besser ablesen. Mist. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Quickslot. Ach, ich habe zu wenig Stärke und Geschicklichkeit.
Boah, Geschicklichkeit 50 muss ich dafür haben. Oh ja, ja. Geh mal da hoch. Die Menschen der alten Welt hielten offenbar nicht viel von Effektivität. Wenn ich mir das hier so ansehe. Dumm, die, dumm, die, dumm. Was hier oben ist. Ist auch etwas Zeit vergangen. Schrotpatronen, schön, aber ich habe keine Schrotwaffe. Ich wollte gerade sagen, ist hier unendlich Pfeile. Wäre ein cooler Bug. Mein Mitbewohner erstmal Rock Billy angemacht. Okay. Dich knöpfe ich mir vor. Ich hoffe, er kommt jetzt mal alleine. Jawolski! Was machen wir natürlich? Kurz abspeichern. Für jeden, den wir getötet haben, werde ich auf jeden Fall kurz abspeichern. Damit wir endlich in dieses verfluchte Lager hier können. Da sind so viele Quests zu machen. Oh, Broken Sky. Danke für deine Spende. Vielen, vielen Dank. Kannst du mich... shit, ich hab's nicht gesehen. Kannst du mich adden? Broken Sky, erstmal danke für die Spende. Adde mich einfach, das ist einfacher. Schick mal eine Freundschaftsanfrage. Hier, danke auf jeden Fall nochmal für die 2 Euro. Echt nett von dir. Ein paar Herzchen suche ich dir jetzt mal raus. Und keine Herzen. Wenn wir einmal ein paar Herzen für den Broken Skull raushauen. Find sie nicht. Doch, da. Danke, danke für die Spende. Habt ihr jetzt mal ein paar Herzen, einmal Herzenwand gemacht? Danke dir. Echt nett. Cooler Support. Kühl, kühl. Riecht nach Tod. Das ist schon mal ein schöner Start in den Tag, würde ich sagen. Wir sind dem Ziel näher, bald ein 13-Stunden-Stream wiederzumachen. Boah, hier ist die Horde, ehrlich. Tja. Vielleicht kann ich mich an den hier ranschleichen und töten. Hör auf zu schleichen, ich kann nicht mehr. Alles klar, wir müssen zurück. Komm schon. Vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal für die Spende. Halt die Waffe doch jetzt mal.
Jungs, wo seid ihr? Wo sind meine Homies hin? Hi Drake, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Ich bin auf der Flucht gerade. Ich hab mir... Was du verpasst hast, Broken Skull hat mir eine 2 Euro Spende gegeben. Und ich hänge hier fest. Ich muss jetzt erstmal warten, bis ich hier wieder raus kann. Und sein Turbo hochladen. Deswegen habe ich auch die Herzen gemacht. Als Dank für die Spende. Einer hat mich mit einem Pfeil angegriffen. Hä? Geschafft. Boah, wir sind gleich down, wenn das so weitergeht. Müssen irgendwo in Deckung gehen. Ja, ich versuche es. Nutze dann natürlich die NPCs sehe aus. Ah, oh, ich habe einen Trank noch gefunden. Ach so. Alles nehmen. Ich kann es nicht mehr nehmen. Wieso kann ich das nicht nehmen? Wenn der Meteor sie nicht alle dahin gerafft hätte, dann spätestens wir. Ich kann es nicht nehmen, ne? Herausnehmen, jetzt durfte ich. So, ihr Lieben. Mal kurz hier aufräumen. Das ist eigentlich auch nicht eine schlechte Taktik, ne? Ich habe sie mir herausgelockt. Hab die KI von mir sie kämpfen lassen. Er hier hat auch draufgehauen. Meiner hat draufgehauen. Und die Banditen sind tot. Handgranate! Oh, speichern. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Ich guck mal kurz, ob er mir eine FA gesendet hat. Dann nehme ich die nämlich auch direkt an. Nein, ich habe keine bekommen. Nein. Okay, Broken Skull einfach mir eine FA schicken. Dann kann ich sie annehmen. Und dann können wir gerne auch zusammen zocken. Also die Tiere kamen auch noch ein bisschen mit Gas gegeben. Okay, die Leiche darf ich oder kann ich nicht plündern. Was sind denn die grauen Punkte? Sind das Tote? Achso, da lag noch was Fleisch. Auch nicht schlecht. Oh, blutiger Burger. Mmh, lecker. Genau, danke, Nicole. Danke dir. Ah, das können wir uns auch direkt mal ausrüsten. Den blutigen Burger. Seelenkraut, mächtige Heilpflanze. Nee, wir brauchen Tränke.
großer Heiltrank, habe ich einen. Quick Slot, Klick, Klack. Starke Energie, das Energieschwäche. Heiltrank 7. Quick Slot oben. Und jetzt suchen wir nach dem blutigen Burger. Quick Slot. Langsam wird's was. Alles klar, Broken Sky. Hast du gesendet? In einen kurzen Augenblick. So, jetzt bist du auch in der Freundesliste drin. Ja, jetzt bist du drin. Und danke nochmal für deine Spende. Jetzt sind wir hier im Lager. Ah, es sind noch nicht alle gewesen. Gewagtes Unternehmen, hier herumzulaufen. Sei ruhig. Oh, ich habe ja eine Granate. Fällt mir gerade ein. Ich habe hier eine Granate. Wenn die gleich alle... Hä? Achso. Das ist manchmal verwirrend. Wie ziel ich denn? Du bist sowas von tot. Lauf! Hat die Granate überhaupt was gebracht? Weg, weg, weg. Was macht der? Lauf. So. Kommt mal wieder her, alle. Hallo. Boah, was hatte der für eine Waffe? Die hat mich total krank gemacht. Hallo? Lass mich nur mal. Alles klar. Ja, nice. Haben die nächsten gelegt. Alles klar. Mach das. Wenn ich natürlich hier am Kämpfen bin, habe ich nicht immer den Chatverlauf vor Augen. Das ist klar. Denke ich mal. Greg, bist du noch da? Eventuell. Broken Skull, danke für die weitere Spende. Wann ich wieder Dead by Daylight spiele? Morgen. Wenn du auf meinen Discord-Server gehst, da habe ich auch den Plan ausgehangen. Ja, ich musste natürlich nicht mit rein. Ich möchte ein paar Herzen wiedersehen für einen Broken Skull. Bitte. Ich fange mal mit der Herzchenwand an. So. Auf meinem Discord-Server, wenn du da nicht schon bist, aber ich glaube nicht. Da steht es dann auch. Und zwar hier, Ausrufezeichen. Discord. Discord ist sowas wie TS, also TeamSpeak. Nur halt umsonst und du kannst es als Browser benutzen.
musst dir keine App runterladen oder kannst du natürlich auch so als App auf dem Handy, Tablet, PC, wie du möchtest machen. Und danke nochmal für deine Spende. Nice. So, jetzt haben wir das Lager, haben wir leer geräumt. Habe ich eigentlich die ganzen Leichen? Die habe ich noch nicht durch, oder? Also Dead by Daylight kommt auch morgen. Laufmaschine, hier hinten lagen nur noch welche. Das weiß ich. Der hier. Ja. Also wie muss ich... Ja, ich hätte gern die Waffe gehabt, die er hatte. Schritt für Schritt kommen wir den nächsten 13 Stunden Stream näher. Nice. Also in der Kanalinfo steht das zum Beispiel auch und hier in der Videobeschreibung. Ansonsten auf dem Discord-Server. Da stehen dann auch immer die aktuellen Zeiten. Heute kommt dann, weil das werde ich auch weiter streamen, The Evil Within. Nachher kommt noch Fortnite. Wenn du da auch dabei sein solltest, kannst du das gerne machen. Broken Skull. Das Risiko, getötet zu werden, ist hier besonders. Ja, wir haben aber jetzt schon alles getötet. Ach ja, getötet, speichern. Puh. Wir haben das Lager endlich mal leergeräumt. Das ist so schon seit Anfang des Spiels ein großes Hindernis gewesen. Aber jetzt haben wir sie ja gut erledigt. Hi Sascha, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du hier bist. Wie geht es dir? Schlafsack brauchen wir nicht. Banditen haben wir jetzt alle gekillt. Oder killen lassen. Ja, perfekt, Drake. Drake, falls mal jemand neu in Discord kommt, ich hab dir... Du hast sozusagen ein Upgrade bekommen. Wenn du möchtest und Zeit hast, kannst du denen ja dann die Abo-Rolle geben. Wenn einer reinkommt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Letzter Wolf. Genau, Statusbericht. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Perfekt. Mir geht's auch gut, danke dir, Sascha. Ich habe endlich dieses Lager hier erobern dürfen. Von den Banditen. Die doch einen schon ziemlich auf den Senkel gegangen sind. Muss man ja so sagen. Ach, hast du schon gelesen, alles klar. Zigaretten, Zigarettenpackungen. Broken Sky. Vielen, vielen Dank. Nochmal. Vielen Dank nochmal für deine Spende. 6 Euro hat er reingehauen. Echt nice von dir. Ein bisschen Herzchen spammen ist erlaubt jetzt. Für einen guten Broken Sky. Vielen lieben Dank. Was ist der Sinn des Spiels? Die Menschheit zu retten, sozusagen. Also das ist halt ein Rollenspiel. Du lebst in so einer Welt, wo die Maschinen eigentlich alles Maschinelle abgeschafft wird. Oder wurde. Um halt einen Neuanfang zu machen. So würde ich es beschreiben. Ich weiß nicht, wenn du The Elder Scrolls zum Beispiel kennst oder Gothic oder so. Genauso ist das Spiel. Oder ein bisschen wie bei The Witcher. Also das Kampfsystem ist hier schwerer. Wenn du den Teil kennst. Danke, Sascha, auch für die Herzchen. Für Broken Skull. Vielen lieben Dank. Also morgen werde ich wieder
DBD-Spiel. Tja. Bin ein bisschen enttäuscht. Zwar hier so eine Schlacht reinzukommen und du hast im Prinzip nicht viel bekommen. Ärgerlich. Ärgerlich. Oh. Okay. Gucken wir mal auf die Karte. Alles klärchen. Gehen wir mal hier entlang. Was ist hier los? Ach, das ist er. Oh nein. Ja, da kommen wir auf jeden Fall nicht hin. Mist. Oh, gefährliche Überreste können wir machen. Hi Pix, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du hier bist. Wie geht es dir? Ohne Verstärkung sollten wir hier nicht lange bleiben. Na ruhig, wir haben hier schon alles kaputt gemacht. Gleich da sein. Hier sind auch keine Gegner mehr. Ach, ich muss runter. Okay. Dann wahrscheinlich hier entlang. Ne. Jetzt müssen wir einen Weg nach unten suchen. Auch nicht schlecht. Hier. Kleriker tot. 3 von 5 Wachen des Klerikers. Okay. Klägliche Überbleibsel einer degenerierten alten Kultur. Der kann sich seine Sprüche eigentlich auch mal sparen, ne? Ein bisschen. Wir machen hier gerade richtig Money. Wow. Das Funkgerät geht mir hier gerade. So, danke. Das Spiel ist super. Ich bin auch gerade dabei, es zu zocken. Danke gut selbst. Macht doch und stirbt sehr schnell am Anfang. Ja, das stimmt. Kein Problem mit der Autokorrektur. Kein Problem. Okay. Dann wandern wir mal hier hin. Ja, ich finde das Spiel auch mega, aber es ist auch super anstrengend, weil man echt aufpassen muss, was man da macht. Und hoch die Tassen. Immer dieser Technikkram. Der war einfach mal drüber weggeflogen. Nein! Oh Gott. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, da muss man auch aufpassen. Naja.
Okay, dann muss ich das mal nachgucken. Break, danke auf jeden Fall. Ah, nach ist. Ein Moment mal ganz kurz. Jetzt dürftest du das aber lesen können. Kannst du ja mal kurz dann reinschreiben, ob das jetzt auch funktioniert. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Drake. Wenn du Zeit hast. Bin halt noch neu in der Materie sozusagen. Hab hier und da mal im Falz ein Häkchen gesetzt. Was ist eigentlich dieser blaue Punkt? Ach, da kann man sich verbessern lassen, so war das ja. Auf zum gelben Punkt. Das ist immer noch das Geilste, der Jetpack. Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehörst du den Jäger. Ich habe ein paar Kleriker. Genau. Schlechte Laune? Ach, hör bloß auf. Manche Leute haben ganz klar ihre Aufgabe verfehlt. Jemand müsste diesen verbohrten Typen mal Verstand einhämmern. Wollen meine Splitter nicht, aber im Vorfeld behaupten, sie könnten alles beschaffen. Erzähl mir die ganze Geschichte. Nee, lass mal. Ich muss eh weiter. Mir ist da gerade eine Idee gekommen. Nichts für ungut. Bis später. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir ab. Der war knapp. Sag noch. Es hängt fest. Erstmal einen schönen Burger genießen und dann nochmal da hochlaufen. Alles klar, Drake. Viel Erfolg. Bei der Jagd oder bei der Flucht. Okay, ich hab meinen Fehler erkannt sozusagen. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Ich guck nochmal kurz. So. Ich hab's jetzt nochmal eingestellt. Ich habe den Fehler gefunden. Du warst gar nicht mit in der Berechtigungsliste. Hier hoch müssen wir. So. Weiter geht's. Immer die
Ich hätte mich natürlich auch hier hinporten können. Fein. So, ich kann jetzt hier was machen. Oder? Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Super Sache. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Ja, deine Rolle war da nicht drin. Deswegen ging das nicht. Deine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Ist klar. Streng dich an. Ich habe die Waffen sichergestellt. Dann zögere nicht und bringe sie zu Jora. Ich möchte nicht, dass sie in Umlauf geraten. Wo ist denn Jora? Pass auf dich auf. Muss Meister Yoda finden. Lauf doch, danke. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ja, ist mir egal, ob hier Technik nicht gerne gesehen wird. Mir kam eine richtig gute Idee. Du hast doch sicher diese Energie. Ich habe ein paar Klerikerwaffen für dich. Ein beachtlicher Fund. Aus ihnen kann ich sicher eine Menge Elex gewinnen. Dazu muss ich lediglich die Abdeckung von der Halterung lösen und dann... Erspare mir die Einzelheiten. Ja, ja, schon gut. Hier, dein Lohn. Ah ja, ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Aber hier ist nicht der richtige okay. Ort, das zu besprechen. Welcher Fürte muss unten in der Stadt sein? Das sind die grünen Punkte alle? Ich bin dann mal weg. Lass das lieber bleiben. Was hat er denn? Frag mich nicht, was das soll. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was du da erzählst. Bist du dir da wirklich sicher? Das ist sein Problem, nicht meins. Ich bin dann mal weg. Ja, da reinzukommen, das schaffe ich auch noch nicht. Tatsächlich? Da bin ich mir sicher. Das ist schon ein starkes Stück. Da muss ich richtig viel massieren. Meine Fresse. Um uns das Wartungsprotokoll, oder? Das kann doch. Ach so. Ach so. Könnte auch sein, dass ich gleich einen Anruf bekomme. Dann mute ich mich einmal kurz. Dürfte dann aber schnell vorbei sein. Aber wie gesagt, es könnte, es muss nicht. Oh, ich wollte gerade einen Schluck Kaffee nehmen.
So. Hoch zur kleinen Farm. Beziehungsweise hoch zum nächsten, zu der nächsten Mission. So, wir gehen den Wälder, den Faden mal entlang. Axt. Ich bin so gespannt, wenn ich einen finde, um ja zu handwerken, was man da alles machen muss für. Boah, Raptoren! Den machen wir platt! Da hat mir auf die Kacke. Wir müssen uns den Raptor holen. So schlau dahin zu gehen. Boah, ey, wir ziehen hier fast gar nichts ab, ne? Ach, das ist auch gar kein Raptor, sondern ein Xex. Was auch immer das sein soll. Boah. Das interessiert den Vieh gar nicht. Boah, in einer Dreiviertelstunde haben wir den Gegner erledigt. Nicht abhauen. Komm schon! Super, jetzt sehe ich viel, viel mehr. Sorry. Nein! Ja, du bist ja jetzt auch schon lange dabei, da hast du dir das auch verdient, würde ich sagen, oder? Drake? Da ich dir da ja auch voll und ganz vertraue. Fortsetzen bitte. 1,5 Stunden und der Raptor fällt um, ja. Achtung! Der Spawnpunkt. Oh, das hat ihn aber jetzt gut was abgezogen.
Mist. Tja. Mist, Mist. Ja, gutes Drittel hat er noch. Mal Katze füttern, okay, Nicole. Oh shit. Natürlich kommt jetzt der zweite. Das können wir aber vergessen. Alles klar. Dann gehen wir mal lieber zurück. Waffe weg, klar? Du willst es ja nicht anders. Er knallt ihn ein und das Vieh haut ab. Nicht schlecht. Ich meine, der hat gesagt, Waffe runter. Der hat's aber drauf. Dafür bekommst du volles Pfund aufs Maul. Lauf. Hoffe, das Vieh kommt hinterher. Dem Vieh zeig ich es. Oi, oi, oi. Jetzt kann er sich damit vergnügen. Aber das Vieh haut ab, wa? Nein! Da drüben. Jetzt hilft er wieder mit. Oh, können wir uns schön angucken, den Kampf. Oh. Jetzt siehst du noch den anderen, der am Sterben ist. Shit, Mann. Wo ist unser Kollege?
Kann ich den wiederbeleben? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir gehen mal eine Runde spazieren. Moin King, einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du hier bist. Perfekt. Jetzt haut's viel. Ah, jetzt hat's nicht mehr so viel Energie. Warum der Fokus gerade noch war, weiß auch nicht. Darf uns nicht erwischen. Und tschüss. Hi Babo, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du hier bist. Wie geht es dir? Spielst du bald auf PS4 Sims 4? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Eher nicht. Weil im Moment habe ich eh mit Spielen genug zu tun. Hier Elex zum Beispiel. Dann kommt noch Assassin's Creed. The Evil Within 2. Da drüben. Und so weiter. Wie viel soll denn The Sims 4 kosten? Fragen wir mal so. Mir geht's auch gut, danke Babo. Hier haben wir ja gerade einen mächtigen Kampf vor uns. Was das Vieh einfach aussieht. Okay. Was wir gut hingekriegt haben, ist auf jeden Fall das Vieh erstmal. Mit. Ich hab hier jemanden, der will mit dir spielen, glaube ich. Nein! Assassin's Creed noch 5 Tage, 10 Stunden und 55 Minuten, genau. Glaube im Store 60 Euro, okay, dann wohl eher nicht. Ja, ich habe mir auch digital vorbestellt, das heißt, in der Nacht, wo es dann online geht, beziehungsweise um 0.01 Uhr quasi, wird ein Stream auch folgen darüber. Ich habe jetzt keinen Bock mehr gegen das Vieh zu kämpfen. Ich gehe jetzt einfach direkt zurück. Holen wir uns direkt die Unterstützung von ihm. Dann sind wir 3 gegen 1 und dürfen wir das schneller hinbekommen.
Musst du erstmal die Waffe wegstecken? Dem Vieh zeige ich es! Der Kampf der Giganten, ne? Der Kampf der Giganten. Oh shit. Ja, da habe ich eine verpasst. Gut, nimm die andere mal als Fokus, nicht nur mich. Mist. Der andere ist schon tot. Gut, dass das viel verbuggt ist gerade. Komm schon, du komisches Vieh. Nicht abhauen. Der haut einmal rein und ich bin fast tot. Nimm mal den Trank. Du Honk. Selbst zu dritt kriegen wir das nicht down. Oh, wir haben Unterstützung. Oder auch nicht. Tja, üble Kiste gerade. Ich laufe jetzt sofort ins Dorf und bleib da erstmal. Ich sehe mich da mittig hin. Da drüben. Weil anscheinend sind ja hier zwei, die uns helfen können. Vielleicht schaffen wir es ja zu viert. Oder so. So. Neue Runde, neues Glück. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Habe ich einfach das Huhn getötet. Man muss gegen den Vieh mächtige Angriffe machen und hoffen, dass die dann gelingen. Aber wenn die dann gelingen, dann ist das Vieh auch schon. Du bist ja doch nicht so blöd. Danke. Loot. Drei Federn erhalten, ja. Jetzt geht's aber rund. Mit drei Federn ist das ja kein Problem mehr. Tja, liebe Leute, das wird echt ein schwieriges Unterfangen hier. Hier sind nur so Viecher, ja fein. Ne, da ist was anderes. Statusbericht. Puh. Keine nennenswerten Verletzungen. Ach, deine muss erstmal Auto waschen.
bevor es anfängt zu regnen. Ja, aber das glaube ich, das passiert doch eigentlich jedem, ne? Man wäscht sein Auto und entweder am gleichen Tag oder am Tag danach regnet es. Oder? Kennt ihr das? Okay, den dürfen wir aber besiegen können. Boah. Jetzt haut's ab, das Vieh. Und tschüss. Der Troll ist tot. Ein toter Troll. Jawoll. So, du hast alle Grüße von Kompier. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße zurück. Langsam vergrößern wir unsere Familie. Das finde ich auch nice, dass wir das so hinkriegen. Da bahnt sich ja was ganz Großes an, finde ich. Allein was in den letzten Tagen mit euch abgeht, das ist echt unglaublich. Ich hatte am letzte Woche Freitag, den 13. hatte ich 311 Abonnenten oder 312 oder 13. Und jetzt habe ich einfach unschlagbare 346. Wow, danke euch dafür und dass ihr auch so aktiv seid. Das ist echt nice. Und mich da auch so unterstützt. Meine Stimme war gerade weg. Also die Sonnenbrille sieht zwar scheiße aus, aber sie ist nützlich. Leider Gottes. Alles klar. Das war ja easy. Zum Glück habe ich gespeichert. Ach, Mann, ey. Nicht so einfach, das Game. Aber wenn es einfach wäre, würde es ja auch jeder zocken, ne? Das Vieh, gegen das will ich nicht kämpfen. Wisst ihr was? Ich renne einfach bis dahin durch, wo wir hin müssen. So. Sind wir auf der Hauptstraße. Sagen jetzt weiter. Mal kurz gucken. Der Teleporter in der Nähe. Leider nicht. Das wäre ja auch zu einfach, wenn hier ein Teleporter wäre. Da sah es fast so aus, als ob eine da wäre. Ah, das ist kein Problem. Das Vieh da. Wo bin ich denn überhaupt, ey? Faszinierend. Mhm. Klar, total faszinierend. Hier den Tod immer auszuweichen. Den Code war nicht schlecht. Ekelig. Ach Mann, ey. Speichern. Immer wichtig bei so Games. Schlafsack, toll. Rohes Fleisch, was soll ich alles hier finden? Immer weiter, danke.
Ich bin nicht gut genug. Ja, ich kann es ja auch noch nicht lernen. Was soll ich dazu sagen? Mit den Lehrer dafür nicht. Nee, doch, den Lehrer haben wir gefunden. Ich finde, ich habe nicht genug Geld, sowas. Ich komme! Boah! Angriff! Boah, das war auch wieder knapp. Huch! Weiter geht's. Haben wir einiges am Fußmarsch vor uns. Das war jetzt kein Problem. Critter. Kleine Heilpflanze. Jawohl. Ach ja. Ach ja. Wieder speichern. Wenn unser Zeit. Ach, hör doch auf. Dann kommt das hier alles weg. Wissen und Technik. Ja, ja, aus. Weißt du, wir haben 7000 Dietriche, aber nicht die Fähigkeit, sie einzusetzen. Das ist bitter. Eine Keule. Ach so. Ja, ist ja einfach. Das war nichts. Ja, hätte er sein können. Was soll ich denn den Code herholen, bitteschön? Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Alles klar. Wo soll ich herausfinden? Wie der Code ist. Wo soll ich das wissen? Ah, hätte sein können, dass hier oben was ist, ist aber nicht. Naja. Fleisch ist Fleisch. Nur Knochen erhaltbar, ist klar. Elektroschock. Schrott. Zieht. Ja, toll. Na, toll. Ja. Sonst ist ja auch nichts, ne? Oder da ist noch was. Wir könnten tanken. Rein theoretisch. Wenn wir einen fahrbaren Untersatz hätten. Aber das haben wir ja nicht. Gut, dann geht's hier weiter mit der Reise.
Die Aussicht ist auch schon nice, oder? Mal sagen. Ach, wie die Sonne da einscheint. Nicht schlecht. Hier noch was? Eine Heilpflanze. Davon dürfen wir jetzt auch zu 7 Millionen haben, oder? Ups. Das spielt jetzt gar nicht. Ja, und danke nochmal, Nicole, dass du den Stream nochmal gepostet hast. Irgendwie, weil ich davor einmal kurz on war, hat der Couchbot das nicht mehr hinbekommen. Danke dir auf jeden Fall dafür. Normal passiert es automatisch, aber diesmal war irgendwie der Wurm drin. Der Wurm drin. Also wenn ihr es mal klingeln hört, dann schreibt mir das mal bitte. Haben sich echt Mühe gegeben bei dem Spiel. Ja, das stimmt. Wie detailreich das ist unglaublich. Und die Welt, wie groß sie auch einfach ist, ne? Boah, endlich sind wir da. Und dann kommen jetzt wahrscheinlich Gegner, die ich nie im Leben töten kann, wa? Lieber nochmal speichern. Bevor es in den Tod geht. Sind das? Ne. Okay, die Viecher kämpfen gegen die da hinten, wa? Wir haben einen Teleporter. Wir haben einen Teleporter gefunden. Und hier ist meine Drohne. Commander, Protokoll A73. Juhu! Reparaturstation Nord-Abessa. Ausführung negativ. Was ist los mit dir? Solltest du dich nicht reparieren? Negativ. Analyse, Zugang verweigert. Also schaut doch mal. Jetzt habe ich das auch total vergessen. Oben rechts den Informationsbutton. Da findet eine kleine Wahl statt. Und zwar, wie oft in der Woche ein Stream von Elix kommen soll. Ja, das stimmt, dass da deutsche Entwickler dahinter stecken. Ja. Du bist wirklich zu nichts gebrochen, okay? In Ordnung, ich werde dir helfen. Das stimmt, von deutschen Entwicklern. Also, was ist das Problem? Ja, auf jeden Fall findet eine Wahl statt. Verweigert. Wäre nice, wenn ihr da mal abstimmt. Einfach nur um zu sehen, Sie wissen also, wie oft wir das machen sollen. Immerhin warst du klug genug, bei jedem Stream wird das jetzt folgen. Wie stehst du eigentlich mit den Aufzeichnungen in den Bergen? Wie steht es eigentlich um deine letzten Aufzeichnungen vor ich unserem Absturz? Ich stehe Pop dazu, da vergessen mit der Info. Analyse. Gleiter war im direkten Anflug auf primäres Missionsziel. Ursache des entstandenen Schadens durch Beschuss aus Bodennähe. Ausweichmanöver war nicht möglich. Woher genau kam der Beschuss? Analyse? Keine positive Identifizierung möglich. Es gab keine Anzeichen von Magie. Möglicherweise Outlaws, Kleriker oder Alps verantwortlich. Okay. Du meinst, es könnten die Kleriker gewesen sein, die uns beschossen haben? Du meinst, es könnten auch die Kleriker gewesen sein, die uns beschossen haben? Analyse. Flug war über Berserkergebiet. Kleriker hatten wenig Grund, das primäre Missionsziel zu schützen. Berechnungen ergeben geringe Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Kleriker. Waren die Outlaws? Waren die Outlaws eventuell? Schaut da auch mal vorbei beim Herrn Bär und der streamt gerade für Friday, wie ich das sehe. Der Outlaws schwer berechenbar. Keine Wahrscheinlichkeitsangabe möglich. Okay. Mein Name ist Was genau meinst du damit? Analyse. Mögliche Hinweise, dass eine Elex-betriebene Waffe verwendet wurde. Alps verwenden Elex-angetriebene Waffen. Warum sollten unsere eigenen Leute auf uns schießen? Motiv für Beschuss unbekannt. Analyse basiert auf Berechnung nach möglicher Art der Waffe. Okay. Keine exakte Identifikation des Angreifers möglich. Hm.
Was ist mit den Berserkern? Sie hätten zumindest ein Motiv für den Beschuss gehabt. Analyse: Der Beschuss hatte keinen magischen Ursprung. Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Berserker sehr gering. Das heißt irgendwie alles und auch nichts. Und wer Bock auf DVD hat, schaut mal hier in den Stream auch rein. Game Girl. Schaut mal rein, lasst ein bisschen Feedback da. Zumindest ein Like mal bei den beiden reinhauen. Wenn ihr möchtet. Hustust, macht das. Nein. Wenn ihr Bock habt, schaut da rein. Sagt einfach, dass von mir, dass die von mir kommen. Ihr von mir kommt. Damit sie auch merken. Ich sehe mal, was ich mache. Jo, läuft. Strategisch nicht besonders intelligent. Okay. Analyse. Beseitigen. Eliminieren. Okay, was müssen wir jetzt machen? Folgt er mir jetzt? Wir sollen noch die Teile für ihn besorgen, ne? Schauen wir mal, wo die Mission ist. Hä? Köln, eine Kampfdrohne. Eine halbdefekte Blechdose. Ah, okay. Ich dachte schon, hä? Dim, 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 dim. Alles klar. Sind die jetzt böse oder nicht? Die sind böse. Ja. Unmöglich dahin zu kommen. Das brauche ich gar nicht zu versuchen. Das sparen wir uns, weil da werden wir drauf gehen. Heißt für uns hier hin und dann machen wir dann doch da die Basis mal. Nee, auch nicht. Okay, da könnten wir noch hinlaufen. Wenn ich da unten lang gehe, dürfte das hinhauen. Ist schon wieder so eins. Einfach laufen, würde ich mal sagen. Über den Wolken. Gar keine andere Wahl, als gegen ihn zu kämpfen. Oh.
Ja, fein, fein. Fein, fein. Fein. Blick bei den ganzen Missionen nicht raus, welche wir zuerst machen sollen. Und das ist ja möglich, dahin zu kommen. Statusbericht. Ja, genau, ganz tief durchatmen. Ja, das war nur ärgerlich, weil wir hätten. Och, du Kacke! Lauf! Wir werden von Cyberbots oder was auch immer das war angegriffen. Star Trek war oben, hat mit den Phasern auf uns geschossen. Ich mach mich nicht bereit, ja, ich mach mich bereit zum Laufen. Ihr könnt mich mal. Ja klar, zwei direkt. Lauf. Das ist schon mal cool, dass er während des Laufens trinken kann. Puh. Aber die Frage ist, was greift uns noch an? Wenn es nur noch der Hund hier ist, dann holen wir ihn uns. Boah, der hat auch so einen Phaser. Gib mir den mal. Hallo? Das ist da festgebackt. Jawolski. Geht doch. Metallschrott, alles neben hier. Ein guter Ort für einen Stützpunkt. Ja, wie, Statusbericht. Soll ich jetzt hier Häuser Bäume fällen, um Häuser zu setzen? Ein super Punkt für eine Basis, ja, super. Wie soll uns das weiterhelfen? Oh, Händlerin ist tot. Oh. Oh. Kann ich mir die Notizen jetzt ansehen, ohne angegriffen zu werden? Sonstiges, rostige Zange, alte Münze, wieder, bla bla bla, Pflanzen, Nahrung, Sims, Tränke, Sockel. Ach, wir haben noch die Handgranate. Die Keule wäre besser, aber dazu fehlt mir Stärke. Na. Dafür fehlt mir auch das andere noch. Was bringt das? Verbrauchbar Albzauber der Drohnenbeherrschung. Okay. Ist das so klar, dass das Vieh uns jetzt angreift? Wo auch immer es ist, ich sehe es gerade nicht. Es ist sehr dunkel hier. Lass mich doch in Ruhe, Mensch.
Ja. Der hat da irgendein Zeugs auf mich gespuckt und dann war ich tot. Ja. Was sollen wir machen? Gut, dass es hier ist. Komm her. Aha, wenn man den von hinten angreift, stirbt er schneller. Ja, nice. Ja, ich habe daraus gelernt, was die Fackeln machen. Am Anfang fand ich sie total unsinnig. Aber jetzt, wie wir sehen, hat es doch schon Sinn. Na klar. Weißt du was? Wir fliehen. Ist mir zu dumm. Ich fliehe. Wir können schwimmen. Wow. Hoch da. Fackel an und lauf. Ich will da jetzt hin. Oh nein, eine Felswand ist vor uns. Gut, wir nähern uns dem Ziel. Dann gehen wir mal im Rohr hoch. Ich warte hier wieder. Wer schließt sich mir an? Ja, fein. Über den Bergen. Hier herrscht Winter. Riecht nach Tod. Thank you.
Ich sag dazu nichts mehr. Wir haben es geschafft, hier hinzukommen. Jax, die Bestie von Xarkor. Hi Jonas, einen wunderschönen Tag. Schön, dass du hier bist. Wie geht es dir? Ich habe es erst nicht geglaubt. Man sagt, du seist exekutiert worden. Sie haben es versucht. Ich hatte Glück, schätze ich. Gestern hätte ich noch gerne den Kopf des effektivsten Feldherrn, den Magalan je gesehen hat, aufgespießt auf einem Speer gesehen. Heute wendet sich das Blatt und du stehst als Vogelfreier vor mir. So ändern sich die Zeiten. Also, was kann ein Abtrünniger der Alps für den anderen tun? Ich brauche eure Unterstützung. Warum sollten wir dir helfen? Ich bin kein Alp mehr und ich bin nun auf mich allein gestellt. Wenn die Alps mich aufspüren, werden sie nicht zögern, mich zu jagen und zu vernichten. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, euer Kampf gegen die Elexitoren ist meinem sehr ähnlich. Ja, das geht. Das ist zu wenig. Niemand hat deine Gräueltaten je vergessen, Bestie von Xarkor. Was macht dein... Nur allein, weil du unser Versteck macht deine Verletzung. Hast, müssten wir dich auf der Stelle töten. Beenden wir und das kommst hier mit der Spange gut zurecht, Jonas? Alles klar, räum dein Zimmer auf. Kein Problem. Ich habe gar keine andere Wahl als mit... Ihr Idioten sollt besser zuhören. Ja, uns damit eine einmalige Gelegenheit einfach wegwerfen? Die Gelegenheit, uns vom Feind infiltrieren zu lassen? Eure Engstirnigkeit ist der Grund, warum ihr euch immer noch in Löchern verkriecht und euren Kampf bis niemals gewinnen werdet. Was weiß ein von den Elexitoren Verblendeter wie du schon von unserem Kampf? Aber gut, du bekommst Zeit für 3 Argumente. Dann werden wir über dich richten. Oh shit. Der Elix-Verlust lässt mich Dinge fühlen, die ich vorher nicht kannte. Du wirst es noch einmal bereuen, mich hier so fortzuführen. Ich könnte mein Wissen über Stellung und Marschbefehle der Alp-Commander mit euch teilen. Dein Wissen ist Wochen alt. Du weißt selbst, wie flüchtig solche Informationen sind. Oh shit. Der Elix-Versuch. Du wirst noch einmal bereuen. Elixatoren, Klaas. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Und ihr kämpft gegen die Elexitoren. Ja, unser Kampf richtet sich nicht gegen das Volk der Alps, nur gegen ihre geistigen Führer. Seit die Elexitoren das Oberkommando übernommen haben, sind unsere alten Werte verfallen. Und du warst der hörigste und effektivste ihrer Handlanger. Elexitor Kallax, der Dämon der Eiswüste, war dir dein Leben lang so nah wie kein anderer. Doch auch ein fallengelassenes Werkzeug bleibt immer nur ein Werkzeug. Okay, Alex, verließ mich Dinge fühlen. Wirst du noch einmal? Komm schon. Der Elex-Verlust lässt mich Dinge fühlen, die ich vorher nicht kannte. Im Gegensatz zu den Alps haltet ihr euren Elex-Konsum im Zaum. Das ermöglicht euch ebenfalls, empathische Argumente in eure Entscheidungen einfließen zu lassen. Das ist wahr. Doch sagt mir mein Gefühl, dass es besser wäre, oh, dich no. zu halten. Deine Zeit ist um und deine Argumente überzeugen mich nicht. Aber ich werde dir trotzdem die Gelegenheit geben, deinen Wert unter Beweis zu stellen. Warum? Es ist höchst ungewöhnlich, wie schnell du den Weg zurück ins Leben gefunden hast, obwohl du so intensiv der Macht der Maschine verfallen warst. Du hast dich schon bemerkenswert lange gehalten. Ich bin neugierig, wohin die Kraft der Emotionen, mit denen du zu kämpfen hast, eine eiskalte Tötungsmaschine wie dich führen wird. Alex, du kamst in den Verkehr gezogen. Ich will meine Macht zurück. Ich fand den Dieb, der mich während der Bewusstlosigkeit in den Bergen bestahl. Das heißt, du hast jetzt die Ausrüstung eines Alp-Commanders zurückerhalten? Nein,
Zumindest hast du jetzt Gewissheit, was mit deiner Ausrüstung passiert ist. Gut, aber da ist noch einiges zu erledigen. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Elexitor Kallax muss aus dem Verkehr gezogen werden. In dem Punkt sind wir uns einig. Er ist nach dir die größte Bedrohung für die Alps. Und für alle anderen. Kallax ist verantwortlich für die vernichtendsten Vorstöße der Alps gegen die freien Menschen. Das ist wahr. Man sagt, er hätte deinen Platz eingenommen und führt nun seine Armeen mit eiserner Hand in die Schlacht. Aber das ist nicht alles. Genügt das nicht? Kallax war viele Jahre an deiner Seite. Schlussendlich hat er dich verraten und versucht, dich zu töten. Jetzt willst du deine Rache. Ein sehr emotionales Ziel, findest du nicht? Ja. Und wenn schon, es ändert nichts an dem Fakt. Dafür, dass das Rache ist irrational. Okay. Und wenn schon, es also ändert nichts an dem Killer, Fakt. Den ich jetzt also schon es wird schwer, einen klaren Kopf würde, zu behalten, wenn Rachegedanken dich übermannen. Also eigentlich mag ich die Hexe. Es ist noch zu früh, um die Elexitoren direkt anzugreifen. Ist sie mir gleich? Wenn sie dich finden, werden sie dich vernichten. Wie geht das? Vorerst musst du verhindern, dass die Elexitoren von deiner Wiederauferstehung erfahren. Okay. Dein Gleiter ist in Edan abgestürzt. Jeder weiß das und hält dich für tot. Doch falls du bei deinen Wanderungen durch Edan von den Alps gesehen worden bist, könnte das fatale Konsequenzen für dich haben. Was kann ich tun? Vernichte die Stellungen der Alps in Edan, bevor sie Meldung über dich machen können. Ja, als ob das so einfach wäre. Meine momentane Kampfkraft könnte ein Problem sein. Je mehr Zeit du verstreichen lässt, umso größer ist das Risiko. Was ist dein Interesse daran? Glaub mir, mir gefällt der Gedanke nicht, Alps zu opfern. Doch die Stellungen in Edan stören unsere Operationen dort. Das heißt, dass du mich euren Job in Edan erledigen lässt. Du willst unsere Hilfe? Wir profitieren von deiner Kampfkraft. Gib mir mal Ausrüstung, bitte. Ich will meine Macht zurück. Natürlich willst du das. Du warst der mächtigste Feldherr der Armee. Durch deine Elex-Magie sind Heere gefallen und sie lehrte den freien Menschen das Fürchten. Doch das ist nun vorbei. Das Elex ist aus deinem Körper gewichen. Du wirst alternative Wege finden müssen, um wieder neue Macht zu erlangen. Oh je. Wie? Die freien Menschen selbst sind deine einzige Chance. Du musst ihre Kampfkünste, Waffen und Rüstungen assimilieren. Je mehr du über ihre Fähigkeiten und Strategien erlernst, umso stärker wirst du werden. Willkommen zurück, Jonas. Willkommen zurück. Hallo. Einmal zurück. Und wieder da. So, Dille. Warum die freien Menschen? Was ist mit euch? Wir mögen ähnliche Ziele haben, doch sind unsere Beweggründe verschieden. Wir haben all die Jahre nur überlebt, weil wir auf die richtigen Rekruten gesetzt haben. Rekruten? Du meinst Terroristen? Siehst du, genau das ist es, wovon ich rede. Nein, das Risiko, dich in unseren Reihen schalten und walten zu lassen, gehe ich nicht ein. Okay. Welche Gemeinschaft ist die effektivste? Das hängt davon ab, welche Waffengattung und welche Fähigkeiten du bevorzugst. Die Berserker sind mächtige Magier, jedoch haben sie sehr antiquierte Ansichten über Nahkampftechniken und Fernwaffen. Wie geht's? Wenn du es lieber mit Schusswaffen der alten Welt hältst, sind die Outlaws in der Wüste im Süden vielleicht eine Option für dich. Solltest du eher die hochtechnisierte Energiewaffe bevorzugen, gehst du dann doch besser zu den Klerikern in den Osten. Wie du dich auch entscheidest, du wirst ein Teil der jeweiligen Gesellschaft werden und zumindest zeitweise ihre Ideale vertreten müssen. Wo finde ich noch gute Ausrüstung?
Wie schon gesagt, die freien Menschen bieten eine Menge Möglichkeiten an, vor allem in ihren Städten. Doch findest du auch in den Ruinen der alten Welt immer wieder etwas Brauchbares. Besorge perfekt, dir so schnell wie möglich anständige Waffen und robuste Kleidung. Also gut, wo finde ich die benannten Stellungen der Alps in Edan? Rund um den stillgelegten Konverter in Edan sind immer noch einige Alpsoldaten, die ihn beobachten und bewachen. Ich gebe dir die Koordinaten in deinen Adjutor ein. Wie rechtfertigt ihr Separatisten euer destruktives Handeln? Wir lassen uns nicht gerne in die Karten schauen. Schon gar nicht von jemandem wie dir, Bestie von Xarkor. Doch werde ich dir einen kleinen Einblick in unsere Pläne gewähren. Denn auch du bist Teil unseres Volkes. Das stimmt. Ihr seid verblendet von der Hatz und Propaganda der Elixitoren. Wir Separatisten werden euren Einfluss auf die Länder der freien Menschen schwächen. Wir werden euch dazu zwingen, euch wieder auf den wahren Zweck und die Bestimmung der Direktive zu besinnen. Und wenn das nicht funktioniert? Dann werdet ihr sterben. Das oberste Ziel der Direktive ist es, das Elex zu fördern und nach Xarkor zu bringen. Ja, aber zu welchem Zweck ist doch das Entscheidende? Du weißt besser als ich, was es bewirken kann und welche Risiken es birgt. Nahe der vollkommenen, synthetischen und restlos emotionslosen Evolutionsstufe haben die Elixitoren den klaren Blick auf die Dinge verloren. Erst wenn sie wieder von der Bildfläche verschwunden sind, werden die Alps wieder ein freies Volk sein. Die Alps zu schwächen bedeutet, dass die freien Menschen an Macht gewinnen werden. Wir haben überall auf Makaran unsere Agenten und Scouts. Sobald eine der anderen Gemeinschaften den Alps gefährlich werden könnte, werden wir das verhindern. Klingt so, als hättet ihr an alles gedacht. Gefällt mir. Nur das Ergebnis zählt. Und wir sind mittlerweile sehr effektiv. Das stimmt. Du hast es vielleicht schon vergessen, doch war Effektivität auch einmal eins deiner wichtigsten Werte. Wie wollt ihr die Alp schwächen? Dafür gibt es nur einen effektiven Weg. Wir müssen die Konverter abschalten. Das ist doch Wahnsinn, die Alps werden zurückschlagen. Das ist... Das ist wieder der Direktive. Ein offener Krieg ist damit unvermeidbar. Wenn wir uns nicht bald bewegen, werden es andere vor uns tun. Also müssen und werden wir den Prozess der Konfrontation einleiten. Alles klar, sei ein Teil davon und hilf uns. Gerne. Die Konverter sollen schweigen. Dieser Steuerungscode, den unsere Techniker umprogrammiert haben, muss in den Zentralrechner dieser Einheit eingespeist werden. Er wird dafür sorgen, dass die Förderung des Elex gestoppt und die Lieferung nach Xarkor eingestellt wird. Wir werden mit diesem hier in Süd-Abessa beginnen. Alles klar. Ich war damals kein Techniker. Wie komme ich an den Zentralrechner eines Konverters? Über eine Konsole in der Steuerzentrale. Sie befindet sich immer im oberen Bereich eines Förderturms des jeweiligen Konverters. Was ist mit den Verteidigungseinheiten? Das ist unterschiedlich. In den letzten Wochen wurden zwar viele von ihnen abgezogen, aber auch schon mal durch neuere Modelle ersetzt. Es wäre ratsam, nach bewaffneten Kampfmaschinen, Drohnen oder auch Mutanten Ausschau zu halten. Ganz passabel. Ja. Und nun? Was sagen die Quests? Welche unwirkliche Welt dürfen wir jetzt? Alternative Verteidigung. Ja, klar. Jetzt bin ich hier oben, ne? Ah, doch, da ist ein Konverter. Ein Teleporter. Dann gehen wir mal. Was heißt das denn?
Wer Verlust verliert. Dennoch, ihr braucht halt Liebe Macht an ihre Alps. Habt sie die fremde Rüstung Verbündete und den freien Menschen egal. Ich will meine Rache, dazu ist mir alles klar. Alles klar. Also, zu den Berserkern wollte ich ja eigentlich nicht. Dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie hinkommen. Dazu porten wir uns aber hier hin. Oh je, oh je. Das wird ja was. Ladezeiten. Hallo an die neuen Zuschauer. Wie geht's? Schön, dass ihr hier seid. Schaut auf meinen Kanalinfo oder auch in der Videobeschreibung. Da steht. Entschuldigung. Da stehen meine Streaming- und Let's Play-Zeiten. Wir werden aber mehr und mehr zu einem Streaming-Portal. Was mir sehr gefällt. Also hat man direkten Kontakt zu euch. Was dann halt bei den Let's Plays nicht so ist. Auf mich hört ja keiner. Olle Heulsuse. Auf mich hört ja keiner. Ja, auf jeden Fall, das gefällt mir dieser Weg und schaut auch mal oben rechts auf die Abstimmung und zwar wie viel Elex wir uns ich in der Woche geben wollen. Ich bin davon nicht überzeugt. Was meine Unterstützung angeht. Ja. Oh Gott. Ja, danke. Danke, Nicole. Wie mache ich mich? Du hast bei den Werkern wohl... Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von... Sie können es zwar nicht beweisen. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch... Streng dich an. Mein Gott. Okay. Das nervt. Das stimmt, das nervt. Es ist halt noch ein Reflex, dass ich das immer mache. Aber der wird auch langsam nachlassen. Das ist halt, ja. Was soll man machen, ne? So, oder? Wenn ihr nochmal sowas schreiben solltet, dann blockieren bitte komplett. Ach, jetzt laufen wir ja wieder durchs Dunkle hier. Fangen die Leute ja gleich wieder alle an rumzuheulen. Weil ich in die Gebäude reingehe. Lalalala, das Wandern, das ist so schön. Achso, vielleicht sollten wir mal speichern. Erstmal so. Fortsetzen. Sind wir wieder ein Level aufgestiegen? Seht ihr, hat jemand das mitbekommen? Konzentrierte körperliche Verfassung. Sie erhöht deine Lebensenergie und ermöglicht dir, bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten. Okay, Geschicklichkeit. Feuerkampf und ermöglicht dir bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu erlernen. Intelligenz, Zielkräfte, Gerissenheit. Deine Kompetenz. Stärke ist dann für sie erhöht deinen Nahkampfschaden und ermöglicht dir bestimmte Gegenstände zu benutzen. Okay, was erhöht denn meine Kondition? Überleben. Ja, Ausdauer. Ah, das kann ich gar nicht so machen. Alles klar. So, muss ich um 10 erhöhen.
haben wir gemacht. Und jetzt muss ich zum Überlebenslehrer. Wo ist denn der? Haben wir den überhaupt schon gefunden? Wir sind einige. Ja, haben wir schon. Dann gehen wir dahin nochmal. Ach, der ist auch direkt bei uns. Markieren wir einfach. Ja, cool. Dann können wir das mal wenigstens machen. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Daran muss ich mich auch gewöhnen. So. Nein, wir wollen nichts. Hier gibt es nichts umsonst. Ja, deswegen wollte ich ja mit dir sprechen. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Ausdauer. Ja. Hä? Ach so, weiter unten. Puh. Strahlungsresistent. Rüstung erhöht deinen Schutz deiner Rüstung mit jeder Stufe. Ziemlich viel ausgegeben, aber auch ziemlich viel jetzt dazugekommen. Benimm dich, klar? Das sind Sachen, die sich dann einfach so ergeben, ne? Das ist sozusagen mein Talentbaum, ne? Ja. Alles klar. Schlösser knacken. Dafür fehlt mir jetzt ein bisschen die Kohle, aber mein Handwerkslehrer. Mal gucken, ob wir den finden. Wir können hundertprozentig was verkaufen. Ist gerade ein bisschen unpassend, wie das Bild hier ist, aber sonst. Danke. Spiel. Kampflehrer. Handwerkslehrer. Auf zu ihm. Damit wir wenigstens mal Schlösser knacken können. Ja, genau, so habe ich das auch gemacht gerade, Nicole. Ein bisschen mehr Ausdauer ist ja nicht verkehrt. Strahlungs... die Gegend unten, wo ich jetzt hingehe, da ist auf jeden Fall Strahlung unterwegs. Und da bin ich ja jetzt ein bisschen resistenter. Deswegen denke ich, das war auch eine gute Wahl von mir. Nur noch zum Handwerkslehrer. Vielleicht noch was verkaufen. Ob wir das bei ihm machen können, weiß ich nicht. Ich geh einfach mal hin und quatsch ihm voll. Steh mal auf. Hallo. Boah, wie schnell der ist, wa? Ich will handeln. Ich will handeln. Sicher doch. So. Wir wollen Sachen verkaufen. Metallschrott. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Uhu, schau gerade zwei Streams gleichzeitig, also dein und den von Game Girl. Wie geht's voran? Gut, gut geht's voran. Wir können die ersten Sachen, die ersten Attribute schon mal ein bisschen machen. Bisschen mehr Ausdauer. Hacken. Hacken brauche ich nicht. Ich bin ja selber ein Hacker, also. Nein, Quatsch. 250. Das wäre auch interessant, weil. Wegen diesen Codes. Oh,
Ich hoffe, es ist wichtig. Ich will handeln. Ich will handeln. Jetzt sei ruhig. Sicher doch. Ach nee. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel das war. Ich muss mal kurz im Stream schauen. Gut, dass der ein bisschen nachhängt. Hacken. 250. Die Schrotpatronen bringen nichts. Die Rezepte, die behalte ich. Zigaretten. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Auf dem einen Ohr hast du Ben, auf den anderen Game Girl. Ja, im Moment bin ich hier noch ein bisschen beschäftigt, Greg. Ach, mir fehlen zwei, alles klar. Ich will handeln. Sicher doch. Mir fehlen einfach zwei. Ich hatte gedacht, das wird schon reichen. Schild kann ich nicht. Keule brauche ich mehr Stärke. Eine Handgranate will ich auf jeden Fall behalten. Einer. Okay, dann. Ja. Ich hoffe, es ist wichtig. Wie du willst. So, hacken. Die alten Hacker. Waffen aufrüsten, okay. Bergbau 500. Erhöht den Ertrag beim Abbau von Mineralien mit jeder Stufe, ja. Okay. So, jetzt schauen, wo wir hin wollten. Hier hin. Alles Klärchen. Ah, ne, mach ich mal lieber am Punkt noch hin. Ich beobachte dich. Weil ich denke, da sind die Kleriker. Und da wollen wir, den Weg wollen wir ja gehen. Wer treibt sich denn hier um? Keiner treibt sich hier um. Erstmal was essen. Genau, erstmal was essen. Das muss ich auch noch heute. Essen muss ich auch noch. Und heute kommt kein Let's Play. Ausnahmsweise, weil ich muss das noch konvertieren und hochladen. Und das wird ja von der Zeit nicht passen. Das mache ich dann einfach nachts. Habe ich nämlich total vergessen. Und meine Zeiten sind anders. Und oben rechts auf den E-Button könnt ihr noch abstimmen, wie oft Elex in der Woche kommen soll. Wie oft ihr es sehen möchtet. Auf diesen Farmen wächst das Böse. Mhm. Bei Gelegenheit sollten wir sie niederbrennen. Bei Gelegenheit sollten wir sie niederbrennen, alles klar. Bisschen aggro, der Typ. Na, fein. Nein! Puh, mal schauen, was ich heute zu essen mache. Ja. Wenn ich heute viel streame, würde ich mir nichts Schweres in den Magen machen. Das heißt, ich werde mir jetzt gleich... Ach du Scheiße! Schon wieder so ein Mistvieh. Oh.
Was habe ich denn jetzt hier erfüllt? Es stand doch, dass ich irgendwas gemacht habe. Alles klar. Naja. Was auch immer das jetzt war. Hi, Red Dogs. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wie geht's dir? Schön, dass du vorbeischaust. Freut mich. Hi, Daniel. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Schaut auf jeden Fall auch bei Red Dogs vorbei und natürlich auch bei den lieben Herrn Fun Snipes. Hier einmal Ausrufezeichen Daniel. Streamt immer Rocket League, PUBG, jeden Tag. Er macht auch viele Giveaways, also einfach mal vorbeischauen und ja, ein kleines Feedback da lassen, würde ich sagen. Das wird auf jeden Fall wieder ein brutaler Weg. Ich hoffe, dass dieser Strahlenschutz uns was bringt. Dum, 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 dum. Schön auf jeden Fall, dass ihr die Zeit findet, hier vorbeizuschauen. Danke euch. Von den ganzen Feinden umzingelt, muss ich erstmal gucken, ob wir den richtigen Weg gehen. Wir müssten nach rechts, also da entlang. Da ist ein Gegner. Ja, die sind kein Problem mehr, zum Glück. Ach, immer gerne. Wie das Spiel so ist, also man muss sich auf jeden Fall an das Kampfsystem gewöhnen. Weil das ist ein bisschen merkwürdig, aber wenn man es einmal hinbekommen hat, dann läuft's. Ich greife an. Dann läuft's, aber es ist halt auch sau schwierig. Weil es gibt hier keinen direkten Weg, den du gehen sollst oder kannst. Man muss das alles so ein bisschen für sich selber erforschen. Und das ist echt manchmal frustrierend, weil es einfach an manchen Stellen zu schwierig ist. Ich meine, die sind ja hier kein Problem mehr. Die waren am Anfang ein Problem, aber... Naja. Jetzt geht's, aber man muss halt aufpassen, in welche Gebiete man geht. Man kann jetzt nicht blind irgendwo entlang laufen. Dir geht's gut. Perfekt. Ja, immer gern mit der Werbung. Immer gern. Dass es hier Tag und Nacht gibt, das finde ich zum Beispiel auch echt nice. Das haben die gut gemacht. Der Regen und so, die ganze Atmosphäre, die ist richtig gut rüber gemacht. Und dafür, dass es ja ein deutscher Publisher ist, also dass die das mitentwickelt haben, ist das echt granatengeil, finde ich. Der Preis ist auch angemessen. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr zeitintensiv. Und man muss in jede Ecke mit sich umschauen. Hier sind auch viele Lootkisten richtig gut versteckt. Oder bewacht. Zum Beispiel diese Style. Doch, kann man sehen, meine stylische Sonnenbrille. Bisschen schlecht. Die sieht zwar kacke aus, aber hat den Vorteil, dass ich jetzt auch Gegner auf meinem Radar oben sehe. Deswegen ist es gar nicht mal so schlecht. Man kann es hier auch schlafen legen. Ist ein bisschen wie The Witcher. Ein bisschen. Mit einem anderen Kampfsystem. Man kann sich hier auch die Leute anhören, was sie quatschen. Hier gibt es Banditenlager. Schätze ohne Ende. Den Gegner sehe ich zum Beispiel nicht. Obwohl er mir auf dem Radar angezeigt wird. Oh!
Nimm die Waffe, danke. So. Er zieht zum Beispiel auch nicht automatisch die Waffe, das muss man selber machen. Daran muss man sich auch gewöhnen. Eins, zwei, drei, vier und... Na! Komm schon! Lest mir gleich euren Chatverlauf durch. Na? Oh, den treffe ich so gut wie gar nicht. Puh, das war knapp. Ja, drei Fraktionen gibt's, richtig, die man sich anschließen kann. Berserker, Outlawer und Kleriker. Und man kann die Ansicht auch verändern, wenn das Spiel es jetzt zulässt. Also man hat drei Ansichtswahlen, entweder so über die Schulter, ein bisschen weiter weg oder ganz weit weg. Man kann kochen, ja, Bergbau, ist einfach alles möglich. Also die Berserker, kann ich dir mal kurz auf der Karte zeigen. Die Berserker sind hier. Ich denke, hier sind die Kleriker oder... Und hier sind die Outlaws da oben rechts, aber das ist halt noch ein bisschen weit weg. Am Anfang ist man bei den Berserkern. Hi, Pferde, lieber, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du hier bist. Hi, Dennis. Ja. Ja, auf jeden Fall, es macht Spaß. Aber es ist auch an manchen Stellen echt frustrierend. Und man darf nicht vergessen, immer eine Schnellspeicherung zu machen nach jedem Kampf. Das spart auf jeden Fall einiges an Zeit. Hat auch ein paar Bugs, die noch nicht behoben sind. Also es gab auch kein Update. Nein, nein, nein. Das ist dann nicht schon wieder so eins, ne? Geh mal hin und kämpf. Man hat einen Gefährten, wie man sieht. Ich sehe gar nichts mehr. Die zum Beispiel mit dem Totenkopf, die sind einfach noch overpowered für mich. Die sind halt zu stark. Und die findet man auch überall und das ist echt hart. Ja, das stimmt. Nimmt einen Lebenszeit. Na? Wie du siehst, also den ziehen wir so gut wie keine Energie ab. Deswegen flüchten. Und das Jetpack, das man hat, das ist geil. Man kann fliegen. Ich hoffe mal. Und man hat Gefährten, genau. Ja, ich mag auch so Spiele, die zeitintensiv sind, aber... Boah. Aber ich will das Ding ja auch komplett im Stream durchziehen. Was ist denn mit ihm hier? Den kennen wir noch nicht. Sumpfspinne weg! Der Typ stirbt zum Glück auch nicht, sondern ist dann einfach nur... Der ist auf jeden Fall wiederbelebbar. Der ist nur bewusstlos und stirbt nicht ganz. Hallo? Ah, eine Pestratte. Gegen die kann man kämpfen. Aber da hinten kommt die Todesspinne. Lauf! Kack auf die Ratte. Ja, man steigert sich auf jeden Fall auch rein in das Spiel. Das stimmt, Nicole. Nein! Dafür bekommst du
Komm, die Pestratte kriegen wir. Haben wir wenigstens ein bisschen Fleisch. Gut. Was auch fehlt. Aha. Was auch fehlt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch auf der Karte drücke, dann sieht er danach immer in eine andere Richtung. Das ist ein bisschen nervig. Und es fehlt, wenn man ein Level aufsteigt, fehlt einfach die Anzeige dafür. Das heißt, man muss ständig gucken, ob man auch ein Level aufgestiegen ist. Fortsetzen, danke. Bin jetzt gerade aufgestiegen, aber man muss da auch echt extrem drauf achten. Und hier sind die Talentbäume. Und hier sind die drei Fraktionen. Wie man sieht. So. Ah, gleich Dizzy. Claro. Jetzt suchen wir uns mal ein paar Tränke aus. Mana nicht. Ich brauche einen Heiltrank. Ja, nur noch einen da. Verdammt. Also es macht auf jeden Fall auch Laune, das Spiel. Muss mich mal kurz ein bisschen hochheilen. Dumm, dumm. Alle mal ein Like hier. Danke dir, Daniel. Oh oh. Das wird eine harte Landung. Soll ich denn hier entlang gehen, bitteschön? Sind das hier Freunde oder Feinde? Natürlich auch grafisch macht das Spiel auch einiges her. Boah, Glück gehabt. Spielzeugauto, ja. Und man kann handeln, ne? Man muss echt hier einiges mitnehmen. Verbandtasche erhalten. Was ist denn eine Verbandtasche? Voller nützlicher Sachen, auch wenn einige schon seine Wirkung verloren haben. Ja. Das ist natürlich sehr interessant. Müssen wir eine Feuerstelle suchen? Ja. Was ist beim Jetpack-Balken? Der rote Bereich. Das ist dann einfach, wenn es zu Ende ist. Ich kann es mal kurz zeigen, dass man dann nicht so abstürzt. So, dann hört er auf, aber das ist dann sozusagen die Notreserve. Damit man keine harte Landung bekommt. Und direkt tot ist. Das muss man auch machen, damit die dich respektieren und irgendwann göttern die einen an. Ich habe anderen schon. Ich finde der hier, der ist manchmal zu defensiv, beziehungsweise er macht gar nichts. Ein absolut unsicheres Gerüst. Ein Aufzug wäre besser gewesen. Ja. Aber so viel Intelligenz ist diesen wilden. Hier sind aber einige tot. Ihr seht guten Teller, gute Tage und so weiter. Wir legen uns mal ein bisschen. Hä? Wo ist das Bett hin? Bis zum nächsten Morgen schlafen, damit es ein bisschen hell ist. Das ist die stylische Sonnenbrille. Einfach so ein. Na egal. Sieht scheiße aus, bringt aber viel. Merkwürdig sieht das hier aus. Die KI ist auch manchmal ein bisschen behindert. Um es mal freundlich auszudrücken.
weiterlaufen. Boah, was hier unten abgeht. Ich nehme mal lieber den Weg, damit ich hoffentlich noch einen Teleporter finde. Fliegen, Ratten. Man hat hier auf jeden Fall einiges an Tierchen auch rumlaufen. Irgendwie, das gefällt mir nicht, dass hier alles tot ist. Was ist hier passiert? Morgen werden Sie Ihr blaues Wunder erleben, diese Arschlöcher. Aha. Dann werden wir mal sehen, wer im Staub kriechen muss. Nach Sonnenaufgang sind wir die neuen. Danke dir, Daniel. Danke auf jeden Fall für das Lob und guten Hunger. Also, bei Dunkelheit treffen wir uns. Guten Appetit. Schön, dass du hier warst. Ach, jetzt setzt er sich dahin. Verdammt. Genau. 16.30 Uhr mit Fortnite. Hallo, steh mal wieder auf, bitte. Danke. Dann gehen wir mal hier entlang. Ja, was zu essen muss ich mir auch noch machen. Gut, wie er um die Ecke greift. Bett, Bett, Bett. Wir brauchen kein Bett. Wir haben schon geschlafen. Danke. Ah, Lagerfeuer. Wir können was zu essen machen. Blutiger Burger. 5 Stück. Nice. Ah, die muss ich wieder zuweisen. Das ist auch ein bisschen blöd. Dass er sich das nicht merkt, wo die mal waren. Quickslot. Weiter geht's. Was ist das denn? Eine Felsassel. Asselfleisch. Ja, genau. Das brauchen wir auch, um Sachen herzustellen. Stimmt. Also muss ich auf die Asseln auch noch achten. Guter Becher erhalten. Yeah, wir können unser Talent einsetzen. Irgendwie bewegt es sich nicht mehr. Das war wohl nichts. Hä? Ah, okay, jetzt habe ich das System verstanden. Einfach. Zu einfach? Ne, war schon ein bisschen kompliziert, finde ich. Na, das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Aber wir können, glaube ich, ein Level abgehen. Du kommst zum Essen vorbei. Perfekt. Hab den blutigen Burger schon gemacht. Dann darfst du auch probieren, ja klar. Oh, ja, gebratenes Fleisch. Starke Energie, Elex-Trank. Das sind zum Beispiel Tränke, die uns Attributpunkte und sowas geben. Oder auch Erfahrungspunkte. Das
2 Punkte haben wir. So. Dann weiter. Hier sind viele Tote und ich verstehe immer noch nicht warum. Weil für uns ist es gut, es gibt hier einen super Loot. Da wollen wir uns ja. Nein, Ende. Nicht schlafen. Danke. Da, Asselfleischsuppe. Die nehmen wir doch gerne. Die gute alte Asselfleischsuppe. Ah, ein Bogen. Perfekt. Eine neue Waffe. Die wir bestimmt nicht benutzen können. Oder? Kriegsbogen. Jo. Da fehlt uns einiges. Stärke und Geschicklichkeit. Oh ja. Das war doch klar irgendwie. Aber das Komische ist halt, dass ich so hohe Waffen finde und alles, ne? Und das ist einfach noch Jahre hin, bis ich da bin. Jetzt hat er sich schon wieder auf den Stuhl gesetzt. Das ist natürlich nett. Ach, mit Kreis bricht man das ab. Okay. Truhe! Was gibt's da? Energieriegel und kleiner Heiltrank. Perfekt. Bein. Hä? Alles klar. Auf einmal war der Ben weg. Eine nette Gegend hier auf jeden Fall mit dem Loot, aber... Wirklich weiter bringt uns das ja nicht, ne? Ab durchs Tal sozusagen. 14 Zuschauer, danke euch. Einen wunderschönen guten Tag. Euch allen. Schön, dass ihr hier seid. Gewagtes Unternehmen, hier herumzulaufen. Das heißt nie was Gutes. Och, es macht sich sauber, die Ratte. Bam, 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 bam. Und tak, tak, tak. Die Pestratte. Ah, ich kann mehr schlagen, habe ich gemerkt. Öfter schlagen, um es richtig zu sagen. Perfekt. Ratte AD. Oh je. Was gibt's hier Schönes? Oh, was ist das? Wie nennt er sich? Slug Beast, alles klar. Nee, 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 nee. Das brauchen wir gar nicht anfangen, du Beast. Du möchtest schick aussehen für den Kampf, ja. Lauf, lauf, lauf. Gut, das Vieh ist tot. Nicht tot, sondern wir sind dem entkommen. Ich fände jetzt aber so einen Portpunkt angebracht. So. Einfach nur mal so zu sagen. Perfekt. Und weiter geht's. Wie gesagt, wenn es gleich mal schellt, muss ich das... Was ist das? Seelenkraut. Bitte ich das zu entschuldigen, aber ich warte auf einen Anruf. Ach du Kacke. Lauf! Lauf! Hoch da! Was für eine Hölle hier. Und ich sehe keinen Portstein.
Laufen, laufen, laufen. Portstein, wo bist du? Muss da irgendwo einer sein. Das wäre auch cool, wenn es da was geben würde, dass man die Portsteine sehen würde. Ja, alles klar. Lauf! Unser Compadre ist gar tot. Hi DNS, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du hier bist. Oh. Ich finde das Red Hawks, ich finde das Spiel auch richtig klasse. Vor allem die Größe und Umfang. Also manchmal muss man halt fliehen, ne? Es gibt keinen Weg dran vorbei. Gerade am Anfang. Dir geht's auch sehr gut. Perfekt. Ich greife an. Hey, flieh doch nicht. Das zieht aber schon ganz gut ab. Boah, das arme Vieh. Es wird zerstört von uns. Und tschüss. Rohes Fleisch. Nice. Na, davor müssen wir auch locker fliehen. Oder? Interessanter Standort. Ja. Lauf, lauf. Nicht schleichend, laufen. Aber jetzt sind wir gleich in der anderen Stadt. Bist du jetzt? Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Ich gehe einfach hier den Weg zu der Mission. Das zeigt mir ja die drei Städte an. Beziehungsweise die drei Fraktionen. Zu lesen gab es das noch nicht, oder ich habe das überlesen. Gesehen habe ich es auf jeden Fall nicht. Komm, Ratte. Na komm. Da fliegt was über uns. Da kommt der riesen Schatten hier. Die Ratte ist flink. Kann ihr lassen, sie war flink. Wo kam denn jetzt der riesen Schatten her? Alles klar, Jonas, schön, dass du hier warst. Danke dir. Bis später vielleicht. Ja, das ist auf jeden Fall eine riesige Open-World-Landschaft hier. Zuschauer, hi. Die Menschen der alten Welt hielten offenbar nicht viel von Effektivität. Nicht schlecht. Wenn ich mir das hier so ansehe. Ich weiß noch nicht. Ich bin nicht in der... Oh, hier gehe ich nicht entlang, oder? Da war gerade eine Falle. Alles klar.
Okay. Kann ich die Mine entschärfen? Wahrscheinlich nicht. Okay, hier wird... Ey, du Idiot! Ja, größer als GTA 5, das glaube ich auch. Ich schleiche mich an den Minen vorbei und der tritt da volle Kanne rein. Und ich krieg dadurch was abgezogen. Auf den Boden achten. Wir werden jetzt gleich sehen, glaube ich, wo wir sind, wenn wir da hochgehen. Da war eine Mine. Ich bin mal gespannt, ob die das Spiel patchen werden. Ich fände zum Beispiel, dass wenn man kämpft, beziehungsweise Kampf ansteht, dass er automatisch die Waffe zieht, das fände ich besser. Das könnte man ja auch eigentlich schnell programmieren. Ja, eine Mine, genau. Vor allem, da rechts ist er auch nicht mit, ne? Du weißt das ja gar nicht. Siehst du so eine Vogelscheuße oder was das da ist? Und auf einmal, bams, hatte ich die Mine weg. Größte Wüste Amerika. Ach, Nevada. Ach, ich hatte gedacht. Ja, da habe ich falsch gedacht. Ich hätte gedacht, die Ortschaft heißt ja. Ja, aber das scheint so zu sein, ne? Das sind die Outlaws. Hey Mann, keine Minute zu früh. Die Kerle da oben haben mich schon gesehen. Wenn wir Pech haben, machen sie Meldung und wir haben die Kopfgeldjäger am Hals. Wer ist wir? Ach, komm schon, lass den Quatsch. Die Typen machen keine Gefangenen. Was hast du jetzt vor? In dem Drecksloch da oben gibt es einen Kerl. Ja, das stimmt. Der Hund hat hier im Vor einige meiner Steckbriefe verteilt. Ich werde ihm mal einen Besuch abstatten, während du dich im Hintergrund hältst. Ich habe eine bessere Idee. Ich spreche mit Wyatt und du bleibst in der Nähe. Also gut, wie du willst. Ich gehe vor. Sagte ich nicht gerade... Komm schon, lass uns nicht streiten. Wir müssen schnell machen. Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Wenn mich die Kerle hier erkannt haben, kriegen wir eventuell Probleme. Also pass auf. Mir gefällt das nicht. Wen haben wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land? Wenn du dich im Fort frei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Alles klar? Zahl einfach. Bei Gewürm wie ihm ist jedes überflüssige Wort verschwendet. Sparen wir uns also die Zeit. Sag deinem Hündchen, es kann die Schnauze halten, sonst verdoppel ich die Summe. Schon gut. Hier sind die Splitter. Alles klar, dann geh mal durch. Ratte. Gib mir einen groben Überblick über das Fort. Was willst du von mir? Du sollst mir sagen, was ich über das Fort wissen muss. Ach so, sag das doch gleich. Also, wo fange ich an? Ja genau, bei Baxter. Baxter war der Erste, der das Fort in seine Form gepresst hat, wie du es heute hier vorfindest. Vorher war das einfach nur eine große Ruine, wo jeder in die Ecken gepisst hat. Aber er hat mit ein paar Arschtritten das Ding in eine riesige Wehranlage umfunktioniert. Erzähl weiter. Ach ja, einer der alten Gefolgsleute von Baxter hat ihm die Macht entrissen. Und dieser jemand ist der Duke.
und der sitzt jetzt seinen fetten Arsch auf dem Thron breit. Aber uns geht's nicht schlecht unter seiner Führung. Wenn man ihm und seinen Leuten nicht in die Quere kommt, kann man gut leben. Was muss ich über die Hauptleute wissen? Was muss ich über die Hauptleute wissen? Ihre Namen reichen für den Anfang. Matt Bob, Chloe, Blake und Big Jim heißen sie. Wie sie drauf sind, wirst du erfahren, wenn du mit ihnen quatscht. Aber sie hecheln dem Duke schon lange nicht mehr so treu hinterher wie früher. Tu dir trotzdem selbst einen Gefallen und kack seine Familie nicht an. Da kriegt er sofort Alles Dicke. Klar. Ach ja, dann ist da noch Nasty, die Zwillingsschwester vom Duke. Das härteste Weibstück hier. Sie kontrolliert die Außengebiete und steht so gar nicht auf duckmäuserische Schwätzer. Also, gesünder für dich, wenn du ihr nicht auf die Nerven gehst. Jo. Wie denkst du über das Elex? Es ist der Treibstoff für den nächsten Trip. Wir vermengen es mit anderen Substanzen und fertigen so unsere Stims. Manche werden zwar abhängig von dem gepanschten Mist, aber ich habe es unter Kontrolle. Wenn das Klerikerpack oder die Berserker denken, sie hätten ein Anrecht auf das Elex, dann irren sie sich. Wir sind die Einzigen, denen es zusteht. Und ganz im Vertrauen, dass der Konverter vor unserer Haustür steht, hat auch seine Vorteile. Die meisten Menschen, die ich kenne, fürchten sich vor den Alps und ihren Maschinen. Die meisten Menschen, die ich kenne, fürchten sich vor den Alps und ihren Maschinen. Natürlich geht mir der Stift, wenn sie hier patrouillieren. Aber das meine ich nicht. Soweit ich weiß, stopfen sie ihren Konverter voll mit allem, was Elex enthält. Wenn diese gefühlskalten Arschgeigen also schon so eine Vorarbeit leisten, sollte man sich das zu Nutzen machen. Hat sich das Ding also vollgesogen wie eine Zecke, ernten wir das Elex einfach ab. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Duke nur ihr Spiel mit ihnen treibt und darum noch untätig bleibt. Unsere Granaten werden ihre Ärsche schon nach Xakor zurückkatapultieren. Und die Menschen, die im Konverter verenden, interessieren dich nicht? Nein, was kümmert mich ihr Schicksal? Ich sehe nur den Profit, den ich aus ihnen schlagen kann. Mehr nicht. Big Jim ist doch eine Action-Sammelfigur, oder? Big Jim? Ich kenne keinen Big Jim. Los, los! Ey, chill mal, Typ. Das Elex mit anderen Substanzen zu verunreinigen, ist töricht. Mach schon. Ebenso der Drang nach Freiheit. Wyatt, der Mistkerl. Ist da drüben. Gut, ich geh mal rüber. Okay, aber sei vorsichtig. Hä? Was muss ich jetzt machen? Na großartig. Noch einer, der glaubt, bei uns gäbe es was umsonst. Du hast Glück, dass du kein Berserker Danke. Bist. Die haben mir schon mehr als genug Ärger gemacht. Genau wie die verdammten Kleriker. Probleme mit Klerikern? Berserker, Kleriker. Die einen kommen von vorne und die anderen von hinten. Und alle wollen sie uns an die Wäsche. Die einen brauchen Männer und die anderen wollen unser Land. Die Kleriker wollen eure Männer? Die Kleriker wollen eure Männer? Natürlich. Die Kleriker haben doch totale Nachschubschwierigkeiten, was neue Rekruten angeht. Wusstest du das nicht? Aber dass sie unsere Männer kriegen, können sie vergessen. Wer glauben die denn, wer ich bin? Ich bin William. Ich gehöre zur Familie des Dukes. Mir gehört der verdammte Laden hier. Wer nicht tut, was ich sage, landet schneller in der Schlucht, als ihm lieb ist. Denk daran, wenn du hier bist. Ach, was müsste man tun, wenn man bei euch mitmachen will? Nee. Wer ist der Duke? Du rennst hier im Fort herum und weißt nicht, wer der Duke ist? Der Duke ist mein Cousin Logan. Er ist der Boss hier. Er hat diesen Ort von der Tyrannei Baxters befreit. Wenn du Scheiße baust, weiß der Duke es noch, bevor du es selber weißt. Und du findest dich schneller am Ende seiner Waffe wieder, als dir lieb ist. Alles klar. Hast du nicht gesagt, du wärst der Boss hier? Der Duke ist mein Cousin, also bin ich der Duke. Also, wenn der Duke etwas will, dann... Nein, andersherum. Wenn ich etwas will und dem Duke es sage, ihn frage, dann bekomme ich, was ich will. Also, was ich sagen will, dass der Duke ich bin. Nee, warte, also ich bin quasi nackt. Der ist ein bisschen durcheinander, wa? Verdammte Scheiße, mein Wort ist für dich Gesetz, kapiert? Schon klar.
Was müssen wir tun? Nee, das will ich alles nicht wissen. Ich möchte bei denen nicht mitmachen. Da kommt irgendwas hochgelaufen. Hab ich mich vielleicht erschrocken? Können die etwa die Tiere zähmen? Der am Tor hatte doch gerade die Namen der Hauptleute aufgezählt. Da fiel mir das wieder ein mit. Ah, okay. Ah, okay. Also was für eine Mission ist denn jetzt hier? Alternative Verteidigung. Ja, okay. Beim nächsten Mal ist der Weg nach da oben rechts, auch wenn ich da irgendwie so mit dem Steuergerät nicht hinkomme. Weil wir wollen ja zu den Klerikern gehören. Und die sind da oben. Fein. Ich weiß auch nicht, welche Mission ich jetzt hier machen soll. Doch, jetzt hätte ich eine hier. Schlitzohr. Machen wir die noch. Pass auf deinen Rücken auf. Das ist ja jetzt natürlich eine großartige Aussage. Pass auf deinen Rücken auf. Machen wir. Der Auto kann anscheinend so sein. Möglicherweise eine gute Verstärkung. Eine halbvoll Splitter. Was willst du? Du musst der Kerl sein, der hier überall Steckbriefe verteilt. Ach ja? Sagt wer? Nun, ein ziemlich übler Bursche namens Ray. Ah ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Bist du jetzt sein neuer Bodyguard oder was? Sagen wir, ich habe Interesse daran, dass ihm nichts passiert. Nein, obwohl, wenn ich mir so recht überlege, ist ein Job wie jeder andere. Ist ein Job wie jeder andere hier. Das ist ja entzückend. Und wann kommt die Stelle, wo du mir erzählst, was das mit mir zu tun hat? Es heißt, du verteilst die Steckbriefe. Ray soll angeblich eine stattliche Summe einbringen. Schon. Bau jetzt bloß keinen Scheiß, Mann. Du siehst nicht so aus, als ob du Spaß verstehst, was? Ha, zahlt dir der Penner überhaupt was dafür, dass du dich hier für ihn zum Affen machst? Aber gut, ich will keinen Ärger mit dir. Sag, was du willst und dann verschwinde wieder, okay? Wie viele Sprechbücher hast du? Wer hat dich damit beauftragt? Wer hat dich damit beauftragt? Das ist ja niedlich. Nee, wenn ich dir das erzähle, kann ich gleich meinen eigenen Namen auf die Steckbriefe schreiben. Wie viele Steckbriefe hast du noch? Nur noch einen. Und den gibst du mir jetzt? Ich weiß nicht, ob... Ich könnte dir natürlich auch die Fresse polieren. Und dann gibst du mir den Steckbrief. Schon gut, schon gut. Bevor wir zwei Ärger kriegen, gebe ich dir das Ding lieber gleich. Wer hat die restlichen Steckbriefe? Jeder, der sich zutraut, eine Ratte wie Ray zur Strecke zu bringen. Okay. Was wäre, wenn ich Ray hier erledige? Wie ist eine Belohnung? Du bist also nichts weiter. Was wäre, wenn ich Ray gleich hier erledige? Kriege ich dann die Belohnung? Hey Mann, lass den Quatsch, okay? Wie die Sache zu laufen hat, steht alles auf dem Steckbrief. Außerdem, auf Mord im Fort stehen wir hier nicht. Offiziell. So, und jetzt verziehe ich mich, wenn's recht ist. Also, schönen Tag noch. Was muss man bloß anstellen, um auf so einen Steckbrief zu landen? Dieser Ray hat ein ernsthaftes Problem. Willst du mir immer noch weismachen? Du wirst es nicht.
Willst du mir immer noch weismachen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Deine Steckbriefe sind mit Big W unterschrieben. Hm. Nee, kein Blondunst, wer das sein soll. Aber wenn Wyatt wirklich den Auftrag hatte, die Steckbriefe zu verteilen, dann weiß ich schon, wem er sie gegeben hat. Wyatt und ich waren mal im gleichen Team. Wir gehörten damals zu Jacksons Bande. Wir nannten ihn immer das Hirn. War eine üble Zeit und die Erträge waren mies. Ich bin irgendwann raus aus dem Verein, wie einige andere auch. Wyatt hat aber mit Sicherheit immer noch einen guten Draht zu den Jungs von damals. Das hast du doch alles vorher gewusst. Warum hast du mich dann hierher geschleppt? Tja, jetzt hast du es selbst gesehen, wie ernst die Lage ist. Ich brauchte ein wenig mehr Authentizität, damit du mir die Sache auch abkaufst. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Hör zu, ich habe nicht vergessen, was ich dir schulde. Außerdem werde ich diese Scheiße nur in tatkräftiger Begleitung überleben. Darum werde ich ab jetzt bei dir bleiben, bis meine Schuld getilgt ist. Ich kann dich ja im Kampf unterstützen oder, naja, oder bei dem, was du sonst so tust. Als Gegenleistung dafür hilfst du mir, Jacksons ehemalige Jungs zu finden und meine Steckbriefe wieder einzusammeln. Meine Gegenleistung hast du schon auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Meine Ausrüstung! Keine Sorge. Ich zahle sie dir natürlich doppelt wieder zurück. Also, was sagst du? Ich schätze, das Angebot anzunehmen. Für mich zu arbeiten ist immer noch besser als nichts. Alles noch dran. Alles noch dran? Lass mal, es geht schon. Ich schätze, dein Angebot anzunehmen, für mich zu arbeiten, ist immer noch besser als nichts. Wow, das hört sich doch nach Zuversicht an. Und das von einem Eisklotz. Scheinbar hatte mein Bruder recht. Hinter eurer Fassade seid ihr offenbar doch ganz normale Menschen. Okay, dann sag mir, wo ich hinkommen soll und ich bin da. Ich habe da ein Lager in... Ja, ja, ich weiß schon, wo du deine Klamotten parken würdest. Du hast mich beobachtet? Hey, du bist meine beste Option. Da lohnt es sich, informiert zu sein. Ich weiß, ich werde es bereuen. Wir sollten hier nicht so lange bleiben, ist ein gefährliches Pflaster. Du hast einen Bruder, gut, reden wir mal über die steilen Steckbriefe. Alles noch dran? Lass mal, es geht schon. Hast du dich nicht auch schon einmal gefragt, wie... Machen das noch kurz und dann beende ich den Stream. Tom ist alles, was mir von meiner Familie geblieben ist. Ist er auch so eine Marke wie du? Fast, bis auf die Tatsache, dass Tom öfter mal in der Scheiße steckt. Und ich ihn jedes Mal wieder raushauen muss. Du steckst doch selber in der Scheiße. Gut. Reden wir mal über deine Steckbriefe. Okay, die Sache ist die. Ich habe die ehemaligen Jungs von Jacksons Bande aus den Augen verloren. Sie haben sich ihre eigenen kleinen Grüppchen von Ganoven gesucht, mit denen sie umherziehen. Ich fürchte, Mason, Bombi und Jackson selbst sind nicht so einfach zu finden. Was ich sicher weiß, ist, dass Leo in der Wüste geblieben ist. Wenn du willst, dann kann ich dir zeigen, wo genau. Sag mir einfach, wenn du bereit dazu bist, dann bring ich uns hin. Du wolltest immer mit den Jungs mithalten. Ich habe Mason gesehen. Er ist auf der Suche nach dir. Tatsächlich. Vermutlich wird es reichen, ihm ein paar Splitter für den Steckbrief zu geben und er lässt die Sache ruhen. Dazu müsste man ihn aber erstmal finden. Okay, zeig mir Leos Aufenthaltsort. Gute Entscheidung. Es ist an der Küste, aber keine Sorge, ich kenne eine Abkürzung. Wir sind im Handumdrehen da. Okay, das habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir da hingehen. Da ist es. Nicht unwahrscheinlich, dass Leo versucht, bei den Jungs hier eine große Nummer zu werden. Ich glaube nicht, dass sie ihn freiwillig rausrücken. Niemand in dem Bau da wird uns irgendetwas freiwillig geben. Vermutlich. Dann wissen wir wenigstens, worauf wir uns einstellen müssen. Ja, genau. Entzückend. Gucken wir mal kurz. Okay, da unten. Portpunkt.
Da hinten ist ein Portpunkt. Das müsste doch da einer sein, oder? Kann ein bisschen aufladen, das Jetpack. Ist ein Portpunkt, perfekt. Was ist das hier? Mein Bruder hat mal versucht, an einem dieser weißen Türme hinaufzuklettern. Okay, ihr Lieben, dann machen wir hier einen Schlussstrich. Die 3 Stunden sind mehr als voll. Weiter geht's um 16.30 Uhr mit Fortnite. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Danke auf jeden Fall für euren Support. Echt nice, Red Talks. Nach langer Zeit wiedergesehen, das freut mich sehr. Nicole, du machst deinen Mod-Job auf jeden Fall gut. Auch ein Special-Besuch von Daniel und Co. hatten wir auch, das ist auch nett. Ich würde sagen, bis nachher. Und dann sind wir jetzt erstmal raus. Ciao, ciao.